Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Flohmarkt-Video. Ich bin noch spontan auf einen Flohmarkt gegangen, jetzt nach der Arbeit tatsächlich. Ich musste bis knapp mittags, also 13 Uhr noch arbeiten und bin dann aber trotzdem noch auf einen Flohmarkt gegangen. Der war aber schon leider so gut wie abgebaut. Ich habe auch nicht mehr gedacht, dass ich da noch was bekomme, aber ich habe tatsächlich noch was gefunden. Auch bei dem stand ein Haufen DVDs, da bin ich später nochmal aus Frust hingegangen und habe auch was gefunden, was ich euch später zeige, aber also was heißt aus Frust, aber es war ja nicht, war ja wie gesagt, wurde ja schon alles abgebaut und ich wollte unbedingt was mitnehmen. Hier waren auch noch DVDs, zwei Nintendo DS Spiele in dieser kleinen blauen Hülle da unten, irgendwas mit, ich glaube, Gehirnjogging und noch irgendein anderes Wissensspiel, also nichts Interessantes. Ich habe es ja auch letztlich rausgeschmissen oder umgeworfen, hingeworfen gleich. Ihr seht es gleich. Habe ich noch ein bisschen die DVDs angeguckt. Die waren auch soweit in OVP oder so, das war schon ganz cool. Sealed und schwupps und tschüss. Meine Güte, peinlich. Ja, aber nichts passiert. Also wie gesagt, da waren da noch sealed einige Produkte, aber da war jetzt nichts bei, was ich irgendwie haben wollte, auch nicht von den DVDs. Hellboy, ja, okay, fand ich ganz cool, aber den Film habe ich schon. Deswegen auch nicht mitgenommen. Ja, und hier hatte ich noch eine Kiste mit ganz vielen Actionfiguren. Viele, die ich nicht kannte, viele, die kaputt waren und auch viel McDonald's-Kram von damals, ne? Und ja, ich habe mich für eine Figur entschieden, die da hinten noch so, hier, war noch ein Jurassic Park-Dinosaurier oder Jurassic World-Dinosaurier. Den kleinen, den habe ich aber auch tatsächlich schon. Der war, glaube ich, in so einem Ei. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also wie gesagt, viele Figuren, auch so Soldaten, die man nicht kannte, aber war auch noch ein bisschen was Kaputtes bei, leider. Unter anderem auch eine Figur, die ich dann später mitgenommen habe, aber die finde ich gleich, beziehungsweise hier war noch Batman, den Batman habe ich auch schon. Da gibt es noch einen zweiten Batman von, der sitzt auf dem Motorrad. So, also hier so eine Figur und dazu fehlt mir aber der Arm und ich kann natürlich keine Figur mitnehmen, die keinen Arm hat. Also suche ich noch in der Kiste, ob ich irgendwie was finde. Manchmal kann es ja sein, dass das noch irgendwo rumfliegt. Und in dem Fall hatte ich auch Glück. Ich habe den Arm wiedergefunden. Und dann fragen wir die gute Frau doch gleich auch mal, was sie für dieses ganze Konstrukt haben möchte. Ich war ein bisschen blind, weil unten steht auch der Preis. Da an diesem Zettel, der an der Kiste geklebt ist. Ein bisschen blind, wie gesagt. Und sie sagt in Euro. Der ist kaputt, ne? Also habe ich sie gefragt, ob ich den für 50 Cent haben kann. Damit war sie aber fein, also habe ich den für 50 Cent gekauft. Ja, ich zeige ihn euch später. Dann waren hier noch ein paar, Stand, also am gleichen Stand, nur links daneben noch so ein paar Schallplatten, auch für 50 Cent. Da habe ich mir gedacht, ich guck mal rein, vielleicht finde ich ja irgendwas, einen coolen Soundtrack wieder oder so. Ihr wisst ja, Top Gun habe ich ja mal mitgenommen. War aber nichts dabei, war sehr viel Volksmusik. Da bin ich leider raus bei Volksmusik, muss ich ganz ehrlich sagen. Gehen wir mal weiter. Das ist ja ein Stand, den kenne ich, der ist eigentlich fast immer da, den kennt ihr ja auch, den habt ihr auch bestimmt schon mal gesehen. Der hat immer, Playmobil, Duplo, Lego. Aber da finde ich später noch was, was unter dem Stand liegt. In den anderen Kisten unten. Der hat immer so eine Grabbelkiste, wo er dann manchmal wechselnde Ware hat. Da habe ich noch was gefunden. Ja, und hier habe ich mich erstmal gefragt, wo die Verkäuferin ist. Aber ich habe sie später entdeckt. Sie saß nämlich im Auto, aber da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. ich habe im Auftrag wieder was gekauft und zwar unser Kleiner fängt so langsam an mit einer sehr bekannten Serie, die hat was mit, ich sag mal, Rettungshunden zu tun. Ich glaube, so die Eltern unter uns oder auch andere wissen direkt, was ich meine.
Und ja, wir haben jetzt, also er fängt jetzt an so langsam damit und er hat bei einem Bekannten, hat er ja diese Figuren gesehen, aber er wollte überhaupt nicht teilen, wie das so ist. Und aber mein Kleiner ist auch so ein ganz Lieber, der will dann auch nicht, der jetzt unbedingt Stress machen, der guckt dann halt einfach traurig durch die Gegend. Und ja, dann hat meine Frau gesagt, wenn du auf dem Flohmarkt bist und du findest etwas von dieser Serie, dann nimm das doch bitte mal mit. Und hier habe ich jetzt ein bisschen dran rumgewühlt, weil ich habe da zwei Figuren auf Anhieb gesehen und dachte mir, ja, wenn da zwei sind, ist da bestimmt auch noch ein dritter oder ein vierter oder ein fünfter oder ein sechster. Oder vielleicht auch alle als Set. Muss ja auch nicht. Habe aber letzten Endes dann, glaube ich, vier Stück gefunden, genau, und die Frau hat mir noch einen fünften rausgesucht, den ich jetzt so auf Anhieb gar nicht finden konnte, oder auch nicht erkannt habe, aber die war ja sehr hilfsbereit, die Frau, die ist dann auch nochmal aus ihrem Auto rausgekommen. Wobei, ich kann es ja verstehen, sie hat gesagt, sie steht hier seit 6 Uhr morgens und, oder 8 Uhr morgens, egal, lang genug, möchte sich auch mal hinsetzen. Nee, sie sucht mir jetzt noch einen von den Vierbeinern raus, ja. Aber das war keine Variante, für die ich mich interessiert habe. Weil es gibt jetzt irgendwie auch eine neue Variante von denen, dass die irgendwie als Superhelden auftreten. Und ja, aber ja, ich fand die nicht so schön so. Also habe ich halt vier mir rausgesucht und ja, für vier hat sie, glaube ich, jetzt 3 Euro, glaube ich. Ja, doch, 3 Euro wollte sie. Also sie wollte 4 Euro für fünf, nee, 3 Euro für vier Figuren oder so. Nee, ich habe 3 Euro für vier bezahlt. Genau, sie wollte 3 Euro für vier Figuren. So war es. Und ich habe ihr dann nämlich ehrlicherweise gesagt, ich habe fünf Figuren. Dann habe ich vier bezahlt, glaube ich. So genau, so war es. Drei für vier und ich habe gesagt, ich habe fünf. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Aber ich habe doch nur vier. Ach, ich weiß es nicht mehr, wie das entstanden ist. Scheißegal. Ich habe, glaube ich, 3 Euro bezahlt. Ja, 3 Euro. So, genau. Richtig. Genau. Meine Güte. Ich zeig's euch ja gleich. Ihr kennt das ja. Aber war ein nettes Gespräch. Super nette Frau gewesen. Und ja, ich habe wieder was für den Kleinen bekommen. Ich würde sagen, Auftrag, Mission complete, meine Freunde. Jo, hier habe ich nochmal nach Dinosauriern geguckt. Leider keine dabei, leider keine, die ich sammle, leider keine, die ich benutzen kann oder die gut aussehen für Fotos auf Instagram. Ich habe einen Dino gesehen, wo ich erst dachte, das könnte was Cooles sein, aber er war doch nur Plastik. Leider, also nichts, was ich irgendwie toll finden würde. Ein Outburst-Spiel wollte ich mir für 3 Euro verkaufen. Ich fand, es war ziemlich runtergerockt, deswegen habe ich es dann letztendlich doch nicht mitgenommen. Sonst hätte ich es mir vielleicht mal mitgenommen. 3 Euro, ein ganz normaler Preis ist für das Game tatsächlich. Aber da war der Zustand, der war mir auch einfach, nee, das war nix für mich. Habe ich stehen gelassen, wobei ich glaube, 3 Euro ist ein guter Preis, aber na, du kriegst sie auch für 3 Euro in einem besseren Zustand. Naja, egal. Ja, wir gehen zu den Funden, meine Freunde. Ja, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, so, meine Freunde, dann gehen wir mal zu den Funden. Was haben wir Schönes bekommen? War ein kleiner Flohmarkt, also nein, der Flohmarkt war bestimmt groß, aber ich habe vorher noch arbeiten müssen und deswegen kam ich erst sehr spät zu dem Flohmarkt und das meiste war schon abgegrast und abgebaut. Aber ich wollte trotzdem hin, um zu gucken, was es so gibt. Und ich habe ein bisschen was bekommen, nicht viel, aber ein bisschen was. Wir fangen erst einmal mit dem Internetfund an. Moment, da muss ich kurz mal einen Schnitt machen. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich mir dieses Fensterbilderbuch geholt. Das hat aber Gründe, warum ich mir dieses Buch holen musste. Kann ich euch sagen, ich habe es eigentlich auf das hier abgesehen. Offizielles Sticker 2018-19 von Tops. Weil ich ja gerade ein Format mit den Stickern mache, habe ich mir gedacht, ich möchte dieses Buch dann voll machen, wenn ich diese Sticker ja logischerweise schon habe oder noch über habe. Also wollte ich das Buch haben und da stand dann zu verschenken dran. Die Frau hat mir dann gesagt, verschenken zählt aber nur, wenn ich ein Buch kaufe. Also habe ich dieses Bastelbuch geholt für 2 Euro. Ist ja einfach so, da können wir ein bisschen was basteln mit den Kleinen. Also das ist ja jetzt nichts Verkehrtes, das ist ja eigentlich ganz cool.
Wir können hier schöne Herbstsachen machen. Wir können auch ein paar schöne Sachen für den Winter machen. Da findet sich schon was. Also es macht ja auch Spaß zu basteln, also von daher alles gut. Dieses Buch für 2 Euro. Und dann kam, ja, ich weiß, wer das ist, da kommen wir gleich zu, ne? Und dann kommen wir dazu. Weil, wie gesagt, ich wollte dieses Buch voll machen. Du spoilerst ja schon, was das ist. Und zwar, ja, wie gesagt, ich wollte dieses Buch voll machen. Problem an der Geschichte ist, was sie mir verschwiegen hat. Es ist voll, Leute. Hier fehlen mal 2 Stück. Dortmund ist voll. Hier fehlt mal einer. Tja. Hier fehlen mal 2. Okay, Mensch, moin. Ja, was soll ich sagen? Hier fehlt keiner bei RB Leipzig. Hier fehlt einer. Ja, blöd. Das ist halt so gut wie voll. Das heißt, ich habe immer noch ganz viele Sticker über. Hier bei Bayern fehlt einer. Schalke einer. Stuttgart einer. Und hier ist noch genug. Ja, ist ein bisschen blöd, weil, ja gut, ich habe es geschenkt bekommen, da brauche ich mich nicht beschweren, aber ja, doof. Jetzt habe ich immer noch so viele Sticker. Und ein fast volles Album. Aber ich werde die Sticker schon irgendwie los. Ich muss mal gucken, wie. Gucken wir mal. Ja, genau. Dann geht's weiter mit. Ja, das habe ich vom Flohmarkt. 2 DVDs. Und zwar, ja, normalerweise nehme ich ja DVDs nicht mit. Wisst ihr ja. Aber das waren X-Men, also Marvel-DVDs, die ich dann schon gerne hätte. Weil Marvel bin ich ja immer noch ein großer Fan. Wie man ja auch unschwer an meinen Tattoos erkennen kann. Und ja, ich habe mir dann diese Variante von X-Men mitgenommen. Fand ich eigentlich ganz schön. Ein bisschen Glitzer ist mehr oder weniger gut in Schuss. Und eine Fantastic Four, der erste Film, der alte Film, in einer Premium Edition. Ist eigentlich ganz cool. Was ist das noch? Kleiner Comic. So ein halber Comic. Ist ganz geil eigentlich. Ein Bonus-DVD und normale DVD zum Gucken. Da kann ich mir einen Film, der auch nur so bedingt gut ist, auch gerne mal für zu Hause noch mitnehmen. Finde ich ganz geil. Auch eigentlich recht gut. 1 Euro, 1 Euro, war in so einer Kiste. Kann man nichts sagen. Finde ich super. Ist top. Finde ich geil. Dann kommen wir zu etwas, was ich für 50 Cent bekommen habe. Und zwar diesen Aquaman. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von welcher Serie der ist oder was das ist. Hier unten kann man vielleicht was aufmachen? Nee. Es steht nirgendwo was dran. Weder an seinem Poppes noch unten an dem Teil. Es steht nirgendwo was dran. Ist total komisch. Das Einzige, was ich noch habe, ist der Arm. Der ist auch etwas kaputt. Kann man aber wieder kleben, das ist nicht das Ding. Also sie wollte erst 1 Euro. Ich habe ihr dann gesagt, wegen dem Arm, weil der kaputt ist, würde ich nur 50 Cent geben, aber ist okay. Ich habe erst später gesehen, dass das, glaube ich, so sein. Na, wobei, nee, ich glaube, der muss schon fest sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich den hier. Also, das ist auch übelst weird. Leider. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gerade kriegen soll. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Wenn ihr einen Tipp habt, wie ich so ein weiches Plastikgummi schon fast wieder gerade bekomme, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, weil wie gesagt, und ich verstehe auch noch nicht so genau, ob ich den hier komplett durchdrücken könnte. Kann ich irgendwie nicht. Leider. Weil er wird ja den Dreizack normalerweise nicht hier unten halten. Der wird ja eigentlich mittig hier gehalten. Keine Ahnung. Also wenn ihr mir sagt, welche Serie das ist, wenn ihr Infos zu diesem Aquaman habt, ist es überhaupt Aquaman? Also ich würde sagen, ja. Ja, dann gebt mir Bescheid. Ich versuche den hier irgendwie zu reparieren. Aber wie gesagt, das ist irgendwie komisch. Egal. Finde ich trotzdem cool. Für 50 Cent kann man mal mitnehmen, bevor man da ganz leer ausgeht. So, dann musste ich noch was besorgen für meinen Kleinen.
Und ihr habt ja gerade schon gespoilert. Paw Patrol, meine Freunde. Paw, Paw. Und zwar haben wir hier einmal Rubble als schöne, harte Figur. Ist kein Plastik, ist so Hartgummi, hart, ja, weiß ich nicht, obwohl da Vietnam steht. Ja, moin. Ja, Rubble, ne, kleiner Mann. Rubble. Dann Sky heißt sie, das ist die Superhelden-Variante. Später sind die ja noch irgendwie so als Superhelden unterwegs. Ich glaube, im Kinofilm in den aktuellen. Auf jeden Fall ist das Sky. Das ist Marshall, glaube ich, ne? Das ist Marshall, der ist hier so der, ich sage immer, der Feuerwehrmann, der Boss unter den Hunden. Und, wie heißt der? Bin ich raus? Shit, ich weiß den Namen von ihm nicht. Wie heißt er denn noch? Egal. Ja, auf jeden Fall, ja, schöne Paw Patrol-Figuren. Sie wollte pro Figur einen Euro haben. Ich habe gesagt, es gibt pro Figur, beziehungsweise ich gebe ihm für vier Figuren, gebe ich ihm 3 Euro. Ja, ja, das sind die wichtigen, ne? So, er hat sie. Dann habe ich noch in der einen, bei dem einen Stand, der so viel Lego und Playmobil oben hatte, da habe ich noch was bekommen, das war unten in der Grabbelkiste, und zwar Tüte Nummer 1 und Tüte Nummer 2. Pro Tüte wollte er 5 Euro haben. Hier ist Krimskrams drin, aber Krimskrams von Actionfiguren. Ich kipp das mal einfach aus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ja, hier sind auch Actionfiguren drin, die aber ganz, ganz übel sind. Ich würde mal sagen, made by AliExpress. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Hier haben wir noch eine Actionfigur, die mir auch nicht bekannt ist. Sieht ein bisschen aus wie hier der eine Typ aus Resident Evil, aber ist er nicht. Dafür ist die Qualität auch zu schlecht. Also es sind so Actionfiguren, Actionfiguren-Zusätze. Hier eine ziemlich krasse Axt. Schöne Eule. Tja, ich bin mir nicht sicher, was ich hier habe. Hier habe ich noch ein Schwert. Er ist halt super schwer. Also ein Basie. Hier ist noch eine Kalaschnikow. Eine Kleine. Wie ihr seht. Ja. Hier ist ein Netz. Jetzt fragt ihr euch, weiß sicherlich, warum habe ich das mitgenommen? Hier noch so Rüstungsteile von irgendeiner Rüstung, wo ich auch überhaupt nicht weiß, ob das hier zusammengehört. Hier ist doch, glaube ich, das Schwert dazu. Das sieht zumindest ähnlich aus. Ist auch noch eine krasse Axt. Das ist noch eine Fledermaus. Könnte von Batman sein. Hier haben wir nochmal die Kalaschnikow. Noch so ein schöner Korb. Ja, also so Einzelteile halt. Schwerter, Stäbe, noch eine krasse Axt, ein Schwert, keine Ahnung, was das ist. Hier ist noch ein Schwert. Also, jetzt, ja, wie gesagt, ihr fragt euch, warum habe ich das mitgenommen? Kann ich euch sagen, weil ich, ihr wisst doch, ich mache Fotos, Instagram-Fotos. Das ist auch krass, ich weiß auch nicht, was das ist. Keine Ahnung. Bin ich auch raus. Ich mache ja Instagram-Fotos, und wenn ich da mal so ein bisschen habe für die, also als Hintergrund oder was ich den Figuren so in die Hand drücken kann, dann finde ich das eigentlich schon ganz cool. Wie gesagt, hier haben wir auch so kleine Knarren. Das ist auch total gut. Kann ich auch was mit anfangen. Und 5 Euro pro Tüte. Ich habe ihm dann 8 Euro gegeben für beide. 4 Euro pro Tüte. Kann man nichts sagen, ist glaube ich okay. Ihr wisst ja, die Einzelteile sind manchmal sehr teuer von Actionfiguren. Ja, funktioniert auch noch. Jetzt machen wir nochmal die zweite. Kippen wir nochmal um. Gucken, ob da was bei ist, wo ich sage, das kommt mir bekannt vor. So, fängt an mit einem Körbchen. Das hier ist Safe von He-Man. Das ist Safe von He-Man, das Teil. Und ich glaube, von dieser einen neueren Serie. Das ist definitiv von He-Man. Tja. Hier ist ein Fuß.
Man weiß es nicht. Hier ist auch noch irgendwas, was auch übelst, also okay, verstehe. Ah ja. Hier noch so ein... Also diese Waffen, diese Art von Waffen finde ich eigentlich ganz cool. Na, hier ist schon wieder dieses, ich glaube, ich sag ja dieses... Ich weiß nicht, also das muss... Hier, die ist auch heftig. Die könnte auch von Resident Evil sein oder so. Da gab es ja auch Actionfiguren. Hier noch was, wo ich auch keine Ahnung habe, was es ist. Hier wieder ein paar Bewaffnungen. Oder das ist wahrscheinlich schon Munition von so Dingern, die man abfeuern kann. Keine Ahnung, was das hier für eine Hand ist. Und hier ist auch noch irgendwas. So eine Butcher-Schürze. Das ist, glaube ich, von Batman. Das könnte von Turtles sein. Oh, Moment mal. Das ist keine Ahnung, was das ist. Könnte Ghostbuster sein oder so. Eine neue, also die alten Ghostbuster-Figuren kenne ich, die neuen nicht, wobei das hier hinten auch nicht so aussieht. Keine Ahnung, bin ich raus. Hier auch eine Knarre wieder. Man könnte wahrscheinlich eins von den Geschossen reinpassen. Ja. Ein Säbel, keine Ahnung, eine Autotür, ein Schild und hier ist das gleiche Teil, das hatten wir in dem anderen Ding auch eben. Und hier, das ist das, was ich meine. Das ist bestimmt von Turtles, glaube ich. Ja, safe. Hier, das sieht man, das ist von Turtles. Ich glaube, das ist von dem Motorrad oder so. Ah, warte mal. Guck mal. Ah, warte mal. Das ist übelst eingefuddelt. Kriege ich nichts raus. Wir gucken, was wir hier noch haben. Kleinvieh. Kommt erstmal weg. Ich werde das mal hier eben einmal entheddern und dann melde ich mich gleich zurück. Okay. So, ich habe den Kram mal hier irgendwie entheddert, aber ich weiß trotzdem nicht, was es sein soll. Also irgendwie, ich kann das hier reinmachen und ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schon was von Turtles von damals oder auch von heute oder keine Ahnung. Aber ich verstehe den Sinn des Teils nicht. Vielleicht kann man das hier, warte mal, vielleicht kann man das hier rumwickeln. Und dann kann man das da drin verstecken. So, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was das ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, von Turtles, ne? So sieht's aus. Ja. Das alles wieder auf dem Flohmarkt. Und da habe ich auch schöne Dinge gefunden. Und ja. Ich denke mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beziehungsweise, was heißt ich denke? Ich weiß, dass ich mich fürs Zuschauen bedanke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, meine Freunde, abschalten.